Hallo zusammen, heute ist der 5.3. beziehungsweise in ein paar Stunden ist der 5.3. Zeit für ein neues Update. Heute geht es um Minecraft, um das neue YouTube-Design und die Projektvielfalt. Also fangen wir an mit Minecraft. Das könnte jetzt ein wenig länger dauern. Also, wie ihr mitbekommen habt, habe ich ein Let's Play von Minecraft angefangen. Ja. Also bei dem Let's Show hatte ich ja schon das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, obwohl da nur alle 4 Tage oder so mal eine Folge kam und ich alles sonst offline mache und die Folgen selbst auch nur 3, 4 Minuten dauern, weil ich so ein schlechtes Gefühl hatte, weil es eigentlich ja nicht zu dem Oldschool-Kanal passt und dass ich die Zuschauer irgendwie betrüge, dadurch, dass ich meine Zeit damit verschwende, in Anführungszeichen, kam ich mir schon nicht gut vor. Aber ich wollte es halt machen, weil es mir Spaß macht. Und zum anderen war es ganz praktisch, ein Projekt zu haben, das ich auch offline mache. Ähnlich ist es jetzt bei dem Let's Play. Da werde ich auch wirklich Zeit drin investieren und darunter könnten die anderen Projekte auch leiden. Also wahrscheinlich werden sie darunter leiden. Aber es ist etwas, was mir Spaß macht. Und ich hoffe, das merkt man auch in den Videos. Da bin ich richtig ausgelassen, das ist vollkommen out of character. Also ich verstelle mich da nicht großartig oder versuche das Spiel so zu spielen, dass es am meisten Sinn macht oder aus dem Charakter am meisten Sinn macht und dergleichen. Ich lasse einfach mal sozusagen die Sau raus. So sehr, wie ich das halt kann. Nicht sehr viel halt. Also ich fluche da nicht rum oder dergleichen. Aber es macht mir tierisch Spaß. Und das Spiel macht mir Spaß. Und da dachte ich mir, lad es einfach hoch. Es ist besser, als wenn du jetzt vor dir hinspielst und dann nur halb so viel Spaß hast. Denn wenn ich euch mit einbeziehe, also wenn ich hier in meinem Kämmerlein sitze und aufnehme und so tue, als wenn hier ganz viele Leute um mich herum sind, die zuhören, dann macht das gleich viel, viel mehr Spaß. Und ich steigere mich da mehr rein und die Sachen werden lustiger und ja, also ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich jetzt auch das Minecraft Let's Play hochgeladen habe und seht es nicht als irgendwie Verrat an, weil ich jetzt Mainstream-Sachen mache und so. Das musste ich halt tun. Denn klar, ich kann solche Sachen auch ignorieren und nur Sachen auf diesen Kanal hochladen, die auch zum Thema passen. Aber dann brenne ich mit der Zeit aus, denke ich. Denn ich muss auch Sachen machen, die mir Spaß machen und die halt nicht reinpassen. Weil ich bin eigentlich ein recht flüchtiger Mensch, kann man so sagen. Also ich springe nicht immer hin und her von allen möglichen Dingen, aber ich habe ein recht breit gefächertes Interessensspektrum. Das will alles befriedigt werden. Aber gut, genug zu Minecraft, wir sind jetzt schon gleich bei 3 Minuten. Aber das passiert, wenn ich mich rechtfertigen muss. Sobald ich mich rechtfertigen muss, hole ich immer ganz weit aus, normalerweise, damit mein Argument auch bloß funktioniert. Aber ja, ich rede immer noch und wir sollten das Thema wechseln. Das nächste Thema, das YouTube-Design. Das alte Design habe ich jetzt hier abgelegt, bin zum neuen Design übergegangen, damit der Übergang ein bisschen flüssiger ist. Denn in 2 Tagen ist es soweit. Alle Kanäle werden umgestellt und ich bin ganz zufrieden damit, wie es bisher gelaufen ist. Also ein paar kleinere Bugs sind zwar immer noch da und die Einstellungen sind nicht so, wie ich es unbedingt haben wollen würde, aber der Look ist gut. Also der Hintergrund primär von Invert Look, vielen Dank nochmal. Er hat sich die Mühe gemacht, das alte Design noch ein bisschen aufzupeppen. Also das alte Design hatte zwar auch reingepasst, aber es sah halt nicht ganz so gut aus. Jetzt hat er noch jede Menge Details dazu gefügt, das Ganze ein bisschen angepasst, dass nichts übersteht und es sieht echt cool aus und passt perfekt zum Thema der Seite. Also ja. Das hätten wir dann auch abgehakt. Der nächste Punkt ist die Projektvielfalt, die auch durch Minecraft jetzt ja noch extremer ist. Also gehen wir ganz kurz mal durch. Was haben wir in Hauptprojekten? Wir haben Gothic, wir haben Anvil of Dawn und wir haben Planescape Torment. In der Reihenfolge, wie sehr ich da Zeit investiere, ist Anvil of Dawn ganz oben mit jeden Tag eine Folge. Dann kommt Gothic, wo fast jeden Tag eine Folge kommt. Also ich glaube, ich habe jetzt nur 1, 2 Tage Aussetzer gehabt. Und hinten dran dann Planescape Torment, wo alle 3, 4 Tage mal eine Folge kommt. So, das an sich ist schon recht viel für einen Let's Player, 3 Projekte nebenbei laufen zu haben. Dann kommen aber noch die ganzen Nebenprojekte. So, mal gucken, ob ich das halt auf die Reihe kriege, ohne mir irgendwelche Notizen machen zu müssen. Das habe ich nämlich vergessen. Also, als Nebenprojekte haben wir die Kanalvorstellung, wir haben die News hier, wir haben Dungeon Master. Wir haben Fairy Tales Adventure, das ist die gute Nachtgeschichte. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Dungeon Master News, Kanalvorstellung, Fairy Tales. Ja, das. Ah, genau. Und das Minecraft Let's Show habe ich ja auch noch. Also, das ist schon eine ganze Menge.
Ich habe mir halt vorgenommen, nur die Hauptprojekte regelmäßig hochzuladen. Das heißt aber nicht, dass trotzdem nicht Leute da sind, die gerne mal Nebenprojekte gucken wollen und die dann auch mit der Zeit sagen, du könntest du nicht mal wieder da was hochladen. Und da werde ich mir dann auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Also nicht unbedingt von den Zuschauern, sondern auch von mir selbst. Weil wenn ich sehe, dass da Bedarf ist und die Leute das gucken wollen, dann setze ich mich selbst auch unter Druck. Komm, jetzt, du musst mal wieder eine Folge raushauen. Das macht das Ganze noch ein wenig anstrengender. Also ja, es ist jede Menge auf der Platte, jede Menge Haupt-Nebenprojekte und hast du nicht gesehen. Aber ich versuche das halt so gut es geht zu jonglieren und auch für mich dann Ausgleich zu finden. Also ab und an mache ich mal eine Folge, die ich, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Das merkt man manchmal dann auch. Aber ich versuche halt primär die Sachen zu machen, die mir gerade in dem Moment Spaß machen. Ja, das ist alles recht gefühlsgesteuert, obwohl ich eigentlich kein gefühlsgesteuerter Mensch bin. Aber manchmal habe ich halt Bock, jetzt will ich Planescape spielen, jetzt bin ich gerade ein bisschen ruhiger, jetzt kann ich meine Stimme auch ein wenig auslasten. Das ist okay. Dann habe ich im nächsten Moment Lust, ein bisschen in Gothic jagen zu gehen, dann spiele ich Gothic, dann wieder Emble of Dawn und dann Minecraft. Und so versuche ich halt eine gute Balance hinzubekommen und ich hoffe, es hat so weit auch geklappt. Na gut, damit werden alle Punkte auf meiner Liste jetzt abgearbeitet. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aufklären. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich so in 5 Tagen wieder. Bis denne.